die feindliche Position. Was geht YouTube? Hier ist euer Aber. Und ich habe für euch eine fette USR Chemstrike auf der Map Prison Break. Erstmal fettes USBV als Sicherheitsbonus hingeklatscht. Und dann habe ich schon das Thermalvisier am Start, mit dem ich BAM den ersten schon weghau. Richtig dreckig keimig auf der Map. Ja. Bin ich hier in dem schönen Haus, genieße die Aussicht und verteidige unsere Zone hier bei Blitzangriff. Und ja, hab standardmäßig die Perks dabei. Fingerfertigkeit, schnell ziehen. Logischerweise, damit ich schneller in den Zoom komme. Verstärker, dass wenn einer um die Ecke kommt. Oh, Double. Oh, kritisch. Bam, noch einer angehittet und down. Jawohl, und gleich der nächste. So, wo bin ich denn geblieben? Verstärker, dass ich natürlich unsere gegnerischen Schritte mitbekomme. Und, ja, ich glaube, das hat sich schon erledigt. Ich glaube, da bin ich durch. Hier kommt der nächste hochgepimmelt. Der ist natürlich auch mal gleich weg vom Fenster. Oder weg von der Treppe. So, ich stelle das Geschütz hin. Ich spiele ganz normal auf Abschussserie mit einem geschützten Cobra und einem Chopper Gunner. Hier mache ich einen Ultra-Fail mit der Honey Badger, was aber nicht schlimm ist. Es war gezielt. Ich wollte die Leute nicht töten, denn wir wollen ja nur eine USR-Camp-Strike haben und keine Honey Badger. Deswegen habe ich nur mit Absicht natürlich Assists gemacht. Ist klar. Gut, ich habe heute something special für euch, und zwar mache ich heute ein Dual-Commentary, und um es ganz genau zu nehmen, ist es sogar das erste Dual-Commentary, und ja, ich spreche hier, oder nein, anders, ich gebe mal kurz weiter und ihr dürft einfach mal ganz kurz meinem Partner zuhören. Yo Leute, was geht ab? Hier Lil Gips am Start mit Aber, wie ihr seht, mit einer Super Campstrike, die er reißen wird auf der Map Prison Break. Er holt hier gerade alles weg, hat das Ganze super gemacht, und ja, auch nochmal auf die Leute, bestimmt kommen jetzt dann so Kommentare hier, er campt und so weiter. Ihr habt das gesehen, sie hat ihn fast schon rausgeholt, also da bin ich meiner Meinung nach, ist da viel zu wenig da, um zu campen, und er macht das Ganze super, und ja, schaut zu, es wird auf jeden Fall noch richtig spannend, gebe ich wieder ab. Jo, spannend bleibt es auf jeden Fall, denn es ist natürlich später ein Seitenwechsel, wo ich jetzt nicht hier in dem Haus die schöne Aussicht genießen kann und das schon gemütlich auf mich zukommen lassen kann. Und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Auf der anderen Seite rasiere ich natürlich genauso weiter. Es ist nicht so, als wenn ich mich hier irgendwie ausruhen werde. Ich bin nochmal Ultra-Fail und doch noch bekommen. Erster Chopper-Gunner am Start, den ich natürlich nicht einsetzen werde. Also ihr müsst aufpassen. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Chopper-Gunner, die ich nicht einsetzen werde. Zum Schluss werde ich einen rausholen. Bam! und ja. Lasst euch mal so ein bisschen berieseln hier von dem Commentary. Wir haben so ein kleines Frage-Antwort-Spiel vorbereitet, damit ihr meine Person mal ein bisschen näher kennenlernt. Und genau, zwar hat der Lil Gips. Genau. Yes. Ich habe mir einfach mal so ein paar Fragen überlegt. Ich meine, man sieht hier, du hast die PS4 am Start, eine Elgato, um aufzunehmen. Ist alles ja schon relativ professionell. Und da stelle ich mir persönlich die Frage, wie lange du das Ganze denn eigentlich schon machst? So, wann hat das angefangen mit deiner YouTube-Karriere, sag ich mal? Und ja, erzähl doch einfach mal dazu. Okay, ich fange mal so an. Und zwar ist es so gewesen, dass ich mit MW2 damals, das war glaube ich vor 4 Jahren, habe ich angefangen. Ja, da war schon das erste Ziel, dass ab 25 Kills gab es die Atombombe, die man noch durch Abschussserie erreichen konnte, was ja ganz relativ, klar. Ja, was relativ easy war im Vergleich zu jetzt. Ja, da war schon das erste, sag ich jetzt mal so, Leistungsmotiv, was ich hatte, wo ich sage, okay, ich wollte diese Atombombe haben. So ein Chopper Gunner kann jeder haben, ja, das war mir zu leicht, ich wollte diese Atombombe haben. Alles klar. Ja, das hat sich dann hochgeschaukelt. Lief auch ganz gut, aber natürlich alles ohne Gameplay, sondern einfach nur zocken, just for fun. Dann kam Black Ops. Genau, ja. Ja, dann kam Black Ops. Da wurde nur Zombie gesuchtet. Ja, braucht man nicht weiter zu großartig viel zu sagen. Zombie, Black Ops, was das angeht, ist einfach nur fett. Ja, dann kam MW3.
MW3 war dann schon vom Niveau her viel anspruchsvoller, da man die Atombombe einfach nur bekommen hat, wenn du 25 Kills oder 24 mit Hardliner mit deiner Waffe rausgehauen hast. Und das musst du auch zugeben, das war echt schwer, oder? Ganz genau. Und ich erinnere mich da, wenn ich meine grauen Zellen aktiviere, dass ich da von dir doch mal ein Video gesehen habe, wo du tatsächlich mit einer Javelin auf Airport eine wirklich knappe Double Moa rausgerissen hast. Ja. Das war auf der krassen Map Terminal. Das haben sie sich zwar ja, das war ein Remake von MW2, haben sie Terminal bei MW3 rausgehauen. Und es war schon bei MW2 war schon Terminal so geil, die Map. Und ja, dann haben wir die Gegner ein bisschen gespawntrapped. Und ich habe ein Double Javelin Fail gehabt. Also mir haben, glaube ich, 2 oder 3 Kills gefehlt. Und dann war ich schon eigentlich bei dem Double. Aber ja, gut, hat nicht gereicht. Schade. Aber gut, kann man nichts machen. Brauchen wir nicht weiter drüber flachsen. Wer Bock hat, sich das hier anzugucken, ja, ist natürlich im Channel alles mit dabei. Zieht euch rein, lasst ein Like da. Wie auch immer, sehr ganz cool auf jeden Fall. Den ersten habe ich weggeholt, den zweiten. Erklärt mir bitte, warum ich den zweiten nicht bekommen habe. Ich habe keine Ahnung. Wie ihr seht, ich habe schon wieder den Chopper Gunner am Start. Kill jetzt den nächsten, krieg den nächsten Chopper Gunner schon, ohne dass ich den nächsten eingesetzt habe. Müsst ihr aufpassen. Erstmal die Cobra rausgehauen. Und jetzt werde ich gleich nochmal einen Kill machen, wenn der andere Kuschelhase hier eben gerade noch abhaut. Genau, jetzt sehe ich ja auch, jetzt wird schon richtig knapp hier und das geht auf den Kern zu. Ja, wir haben schon gecheckt, dass hier aber am Start ist. Da wird es natürlich immer ein bisschen kritisch. Und ja, das hier links oben, hier, 10er Abschussserie, das haben sie, finde ich, ziemlich mies gemacht. Weil, wenn man nämlich, ich sag jetzt mal, meine Landsmänner hat, ja, unsere schönen Deutschen, die finden das nicht so geil, wenn man jemanden im Gegnerteam hat, der schon eine 10er Abschussserie hat. Das finden die überhaupt nicht geil. Und dann suchen die dich, ja. Nix gegen euch da draußen, aber die dann einen suchen, ihr seid richtige Wichser. Ja, klar, natürlich. Die wollen dich dann natürlich wegholen. Da war es auch nochmal richtig knapp gerade. Ja, hier war es richtig knapp an der Stelle. Da habe ich mich noch hingelegt, dann hat der andere sich wegrotzen lassen. Und jetzt mal gucken, was passiert. Oh, war noch nichts. Also der hat natürlich gesessen, keine Frage. Aber es wird jetzt gleich mal spannend. Und jetzt... Da ist das Ding. Da ist das Ding, jawoll. Hier gleich nochmal einen Hitmarker verpasst. Warum auch immer, aber gut. Wir akzeptieren, das ist Call of Duty Ghost. Und jetzt Geschütz for the win. Geschütz for the win. 360, aber stellt sein Geschütz aus. Ja, also ich muss ja irgendeinen Ersatz finden für meinen 360, den ich sonst raushau. Es wird jetzt dann, die nächsten Tage hau ich nochmal eine Cam raus, beziehungsweise mein Video raus, weil ich sammle die alle auf der Festplatte. Und da habe ich natürlich dann wieder den 360 für euch. Aber an der Stelle dachte ich mir, wäre das Geschütz ein bisschen passender. Von dem her war das, ich denke, auch akzeptabel für euch. Es war akzeptabel auf jeden Fall. Jo. Ja, wunderbar. Dann haben wir ja eigentlich schon relativ viel, sage ich mal, so von dir erfahren, wie das Ganze losging. Und wir sehen gerade, du bist hier immer noch gut weg. Hast du umgewechselt auf ein Campo. Und ja. Super Video. Jo, hier stand jetzt hier die 25er Streak. Und ja, jetzt mittlerweile haben es auch die Gegner kapiert, das aber ziemlich am Rasieren ist. Aber ich bitte euch trotzdem, ja, wenn ihr eure PlayStation 4 anhaut und ihr seid in einer Lobby, wo aber 19.05 CC steht, bitte geht nicht raus. Gebt mir die Chance, meinen Namen die Ehre zu machen und euch trotzdem zu zeigen, egal ob ihr eine 2er-KD habt, eine 3er-KD habt, dass man trotzdem Spaß haben kann, ja, auf diese Art und Weise, egal welche KD. Jetzt sind wir am Ende angelangt. Fetter Endscore, 50-0, ohne zu sterben. Nicht schlecht, nicht schlecht. Auf Spieldauer von 10 Minuten, coole Sache. Das war's jetzt von mir erstmal. Ich würde mich über natürlich weitere Abos freuen und natürlich lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, das war's von mir. Gyps, du kannst dich noch verabschieden und von mir erstmal haut da rein. Ich sag auch auf Wiedersehen und einen schönen Abend. Ciao, servus.